Noch für die Klausur noch ein paar Übungen zu Wachstum und Zerfall. Sollte man einfach nachvollziehen mit anderen Beispielen, mit anderen Zahlen zum Beispiel. So wollte ich sagen. Geht ganz einfach. Die Vorgehensweise ist wie bei allen Textaufgaben überhaupt. Man schreibt gegeben, gesucht, Lösung. Also mit diesem Verfahren kommt man eigentlich immer weit. Ich erzähle eine Geschichte, ihr schreibt auf, was gegeben ist. Also gegeben sei folgender Umstand. Ein Mann gibt an wie eine Lore Affen und sagt, in diesem Jahr hatte ich eine Zinszahlung von 40.000 Euro. Das reicht mir, ich muss ja nicht mal mehr arbeiten dafür. Also, Zinsen heute, das schreibt man kurz aus, dann kommt man schneller vorwärts, ist 40.000 Euro. Jetzt fragt der andere Mann, der natürlich ein bisschen neidisch wird, sagt er, wie viel Geld hast du denn angelegt? Sagt der andere, ich bin doch nicht verrückt. Ich sag dir doch nicht, wie viel Geld ich habe auf der Bank. Naja, gut, klar, bei den heutigen Zinssätzen, ha, ich habe noch meinen alten Zins. Wieso, wie viel hast du denn? Ich bekomme noch 4,5%. Oho. Zinssatz 4,5%. Ja, du sagtest, du hast es in diesem Jahr. Wie lange hast du es schon liegen? Ach, das liegt schon 10 Jahre. Aha. Gesucht ist also das Ausgangskapital vor 10 Jahren. Wir nehmen an, dass der Zinseszinseffekt die ganze Zeit vorherrschte. Ihr erarbeitet jetzt die Lösung. Ich mache hier kurz Pause, damit das Video nicht zu lange geht. Gut, jetzt müssen wir überlegen. Stellen wir mal die Gleichung auf. Wir wissen das Kapital nicht, dafür schreiben wir K. K ist gleich also. Ja, Quatsch. Kommt davon. Wir haben das Kapital, was wir nicht wissen, haben wir angelegt, mal 1,0, was hat man, 4,5%, 4,5 hoch. Die Zeit waren 10 Jahre und den Zinssatz gibt es pro einem Jahr. Ist gleich 40.000 Euro. Achtung, diese Gleichung stimmt so nicht. Denn wir haben hier 40.000 Euro nur Zinsen. Moment mal. 40.000 Euro sind nur die Zinsen. Also, Kapital plus 40.000 Euro. Ich mache es jetzt mal so, damit ich das Kapital da nicht reinschmieren muss. Plus Kapital. Ganz genau. Ja, was macht man jetzt? Jetzt geht man einfach so vor, dass man sagt, naja, diesen Term, den könnte ich ausrechnen, aber ich muss irgendwie mit dem K hier zurechtkommen. Was ist denn, wenn ich hier durch K teilen würde? Bloß mal angenommen. Bloß mal angenommen, Achtung, ich teile durch K, machen wir es mal in Gedanken. Was würde passieren? Da würde ich hier 1,0 dritt hoch sonst was stehen lassen haben und ich hätte hier 40.000 Euro plus Kapital durch Kapital. Wie sieht denn das aus? Ist nicht schlimm, da ist das Kapital noch nicht verschwunden, denn Summen kürzen nur die Dummen. Ist nichts passiert. Kleiner Moment, Vorschläge. Ja, wir können das Rote ja alles gerne machen, das ist ja alles ganz nett. Aber wir haben noch einen Fehler in der Gleichung. Eben wurde ich freundlicherweise darauf hingewiesen, dass wir ja noch was überlegen müssen. Das war ja die 40.000 Euro im letzten Jahr. Wie müssen wir es also wirklich richtig hinschreiben? So, wir mussten also die Gleichung extrem nachbessern. Überlegen wir mal, ob das richtig ist. Und zwar, auf der rechten Seite steht 40.000 Euro bekommen. Das wäre in dem letzten Jahr das, was er bekommen hätte. Und dazu ein Geld, was sich zusammensetzt aus dem Ursprungskapital K mal 1,0 hoch, also mal Zinssatz, was schon 9 Jahre lang passiert ist, schon so oft sich vermehrt hat. Also, das Kapital vermehrt um die Zinsen von 9 Jahre plus 40.000 ist das Geld, was er im letzten Jahr hat. Ist die Gleichung jetzt schon richtig? Rechts sieht sehr logisch aus. Nochmal überlegen. Auf. Geld von 9 Jahren. Geld von 9 Jahren Anlagedauer. Plus das letzte Jahr. Letzte Zinsen. So. Das ist dieses Geld. Und entspricht das wirklich dem Geld? Das müssen wir jetzt überlegen. Ist das gleich dem Geld, was 10 Jahre lag? Also Geld von 10 Jahren. Anlagedauer. Das müssen wir erst nochmal überlegen.
Genau, also so haben wir es jetzt mittlerweile auch verstanden und so scheint es wirklich richtig zu sein, was ich in Rot nochmal als Text hingeschrieben habe, damit das ein bisschen klarer wird. Manchmal muss man Gedanken auch doch ein bisschen größer aufschreiben. Das hat sich als logisch erwiesen. Na, jetzt müssen wir letzten Endes hier mit dieser Gleichung hier, mit dieser Gleichung müssen wir jetzt umgehen. Darum geht's. Ich schreibe sie nochmal ab, schreibt ihr sie auch nochmal hin und dann gucken wir mal, wie wir da hinkommen. K mal 1,045 hoch. Ich kürze jetzt mal schon, die A's kürzen sich. Ne? Wir haben einen sauberen Exponenten hoch 10. Soll sein 40.000 Euro plus K mal 1,045. Und hier kann ich auch kürzen. Ne? Es bleibt ein sauberer Exponent von hoch 9 übrig. So, jetzt macht mal was draus. Vorschläge bitte da. So, okay, erster Schritt. Also irgendwie müssen wir die K's irgendwie auf eine Seite kriegen. Wo sind mehr? Hier sind wesentlich mehr. Hier sind wesentlich weniger. Ja, ich sage noch durch. Minus das hier. Minus diesen Ausdruck. Dann haben wir den weg. Dann haben wir hier k mal 1,045 hoch 10 minus k mal 1,045 hoch 9 ist gleich 40.000 Euro. So, was kann man hier machen? K ausklammern. Einverstanden? Ne? K mal und jetzt. 1,045 hoch 10 minus 1,045 hoch 9 ist gleich 40.000 Euro. Und jetzt teilen wir durch die Klammer. Naja, muss man in ein Chinesenrestaurant gehen. Da habe ich schon in Euro bezahlt und Lauchen. Möchten Sie Lauchen in dieses Aschenbechel? Ich fand das so niedlich. So, wir teilen durch den Klammerausdruck. K ist demzufolge. Und jetzt, 1,045 hoch 10 minus 1, ne, 40.000 Euro geteilt durch diesen Klammerausdruck. Den kann ich jetzt hier weglassen, weil ja gemeinsamer Bruchstrich ist. Hoch 10 minus 1,045 hoch 9. Das kann man eintippen. Ich rate es mit Klammern einzutippen. Und zwar hier um eine Klammer zu machen. Beim Tippen. 40.000 eintippen, geteilt durch Klammer auf, tippel, tippel, tipp, minus tippel, tippel, tipp, Klammer zu. Und dann gucken wir mal, was K bedeutet. Was habt ihr raus beim Tippen? Bloß mal von der Überlegung her, was muss denn rauskommen? Es muss was Großes rauskommen. Wenn einer 40.000 Euro in einem Jahr angelegt hat, lalala. Das sind also knapp 600.000 Euro, die der Mann angelegt hat. Wollen wir es uns mal einfacher machen? Wir machen mal die Probe. Legt mal, also das war der Ursprungskapitalwert, ja? Der Ursprungskapitalwert. Stimmt denn das auch fürs letzte Jahr? Wie viel Geld müssten der jetzt im letzten Jahr angelegt haben? Wie viel müssten das sein? Wie stellen wir das auf? Also KL, wie letztes Jahr, mal 1,045 hoch, nur ein Jahr, ne? Eins durch ein Jahr. Soll sein was? Nee, noch besser. K mal. Nee, Moment. Die Rechnung, die ist viel zu umständlich. Wir machen die Rechnung mal einfacher. K mal 4,5 Hundertstel. Und dann haben wir das letzte Jahr raus. Wie viel? Sollen 40.000 Euro gewesen sein. Stellt mal die Formel schnell um. K mal das durch das und so weiter sollen 40.000 Euro gewesen sein. Bloß mal überschlägig errechnen, wie viel hat der Kerl im letzten Jahr schon auf dem Bankkonto liegen gehabt. Was macht man? Mal 100 durch 4,5, ne? Dann haben wir das vom letzten Jahr. 40.000 Euro mal 100, das heißt, wir hängen zwei Nullen ran und teilen den ganzen Mist noch durch 4,5. Ich streich mal weg. Ich hänge noch hier zwei Nullen ran. Hier von dem weggestrichenen. Hier eine Null und am besten hier noch eine Null. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nullen. 4 Millionen durch 4,5 sind rund. Millionen durch 4,5 ist rund. 88.888. Das ist rund 888.888. Kommt das auch tippmäßig hin? 0,888 und so weiter, ja. Ich verzichte mal darauf. Deswegen sage ich rund.
Kann das passieren, dass sich 600.000 Euro innerhalb von 9 Jahren auf 888.000 vermehren? Ausrechnen. Und zwar fragen wir, können 888.888 Euro, können die innerhalb einer bestimmten Zeit, nämlich 9 Jahre, 9 Jahre, können die aus knappen 600.000 Euro entstanden sein? 598.000. Ah, pardon. Schreibt es mal auf, 598.000 Euro. Überschlag rechnen. Wie schreibt man das als Gleichung? Wie muss die Gleichung lauten? Wie müssen wir es machen? 598.000 Euro mal 045 hoch 9, ne? 9 Jahre durch ein Jahr hoch 9 ist gleich x. Und wenn man das macht, kommt raus, hat es geklappt. Gut, das reicht uns, wir haben ja auch weniger genommen. Schöne Pause.